heißen Sie denn? Hilde. Hilde. Ja. Aber keine Südtirolerin. Nein, nein. Bayerin? Ja. Ja, jetzt sind wir ja auch inzwischen. Mit 20 Jahren ist er von einem Südtiroler Bergdorf in die Großstadt gezogen, um an der Filmhochschule zu studieren. Und jetzt, mit 25, muss er bereits Autogramme schreiben. Die Karriere des Philipp Palmer ist steil, steiler geht es nicht. Sein erster Spielfilm kommt jetzt sogar in die Kinos. Bergblut spielt zunächst in Augsburg zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Arzttochter Katharina hat sich verliebt in Franz, einen armen Südtiroler Bergbauernsohn. Eine Bayerin in Tirol, so was Dummes habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Gerade jetzt. Tirol ist arm, Tirol ist Krisengebiet, Tirol ist gefährlich. Papa, bitte. Ludwig, lass sie gehen. Die beiden gehören zusammen. Katharina folgt ihrem Verlobten nach Südtirol in das Passaiertal nördlich von Meran. Dort muss sie sich allerdings mit dessen Familie arrangieren. Das ist die Katharina, mein Weibitz. Geh da, wenn du bleiben willst, nach Arbeit. Wenn du leben willst, dann frisst das, was mir auch holen. Schon bald gerät das Paar in die Wirren des Tiroler Volksaufstandes anno 1809. Der Regisseur hat die Geschichte an Originalschauplätzen gedreht und das macht sein Kinodebüt so spannend und authentisch. Wer ist denn der wandelnde Bart da hinten? Das ist der Sandwirt, Andreas Hofer. Wenn man als Südtiroler im Passaiertal aufwächst, dann hat man automatisch einen Bezug zum Andreas Hofer, weil der da eine allgegenwärtige Person ist. Und als ich dann im Zuge der Recherche herausgefunden habe, dass wir sogar gemeinsame Vorfahren haben, seine Großmutter hieß Maria Palmer und kam vom elterlichen Hof, wo mein Vater herkommt, da war mir eigentlich klar, ich muss diesen Film drehen, unbedingt. Ein historischer Stoff mit entsprechenden Kostümen? Ein Dreh in den Bergen, auf einer abgelegenen Alm, dort, wo sich Andreas Hofer tatsächlich versteckt hielt. Das alles kostet. Doch das Budget für den Studienabschlussfilm war mager. Die Bergrettung hat uns geholfen, die Feuerwehr. Leute haben ihre Kostüme, wirklich alte Antiquitäten, an diesen Film mitgebracht. Der Helikopter wurde gesponsert. Wir wurden zum Pizzaessen eingeladen, das ganze Team. Irgendwann war es ja wirklich so, dass der halbe oder das ganze Passaiertal an diesem Film irgendwo mitgearbeitet hat. Wo ist mein Gewehr? Für was dein Gast wird? Und ihr seid Bauer. Wo mein Gewehr ist? Philipp Palmer ist es gelungen, ein Stück Geschichte seiner Heimat neu und interessant zu erzählen. In Bergblut steckt ganz viel Herzblut, nicht nur von ihm. Das spürt man in jeder Szene. Mittlerweile hat er sein Epos bereits auf etlichen Festivals gezeigt, von Shanghai bis San Francisco, und schon etliche Preise eingeheimst. Wie gesagt, und das gerade mal mit 25. Der Anfang einer vielversprechenden Karriere.